Herzlich willkommen zurück zu Dice Warriors 4. Weiter geht's mit der Schuhstory. Im letzten Part ist Fangtor in einen tödlichen Teil von Zhang Ren gekommen. Bei dem Kampf um das Schloss Luo und historisch gesehen ist er natürlich verunglückt. Wie es jetzt hier in Dice Warriors 4 weitergeht, wissen wir nicht. Ob er jetzt noch dabei ist oder nicht. Kann halt alles sein. Vor allem Dice Warriors Teilen. Man erinnert sich an Dice Warriors 2. Wobei Wu Zhang eben noch Zheng Fei und Guan Yu rumlaufen. Aber ja. Bevor wir jetzt die alles entscheidende Schlacht von Chengdu machen und das Schuhreich auch wirklich gründen, gibt es noch eine Auseinandersetzung mit Wei. Und die machen wir jetzt. Liu Bei zunächst zögert, Liu Zhang anzugreifen, da er zum gleichen Clan gehört wie er selbst. Doch sein Stratege Pang Tong überzeugt ihn von der Invasion. Liu Bei marschiert in Yi ein und kann die Burg Lu erobern, einen wichtigen Verteidigungsposten von Chengdu. Chengdu ist in Liu Beis Reichweite, wenn er Yi übernehmen kann und dann weiterzieht nach Jing, wäre er an Macht den Wei, Cao Cao und dem Wu der Familie Sun ebenbürtig. Bald wird Liu Bei über sein eigenes Königreich herrschen, das Königreich Shu. Ja, aber wir haben noch den Angriff auf die Provinz Jing. Bezwinge die vier Regionalführer in der Provinz Jing. Ach, das ist das! Das ist richtig geil! Das gibt's hier als eigene Schlacht, ich hab's voll vergessen. Ja, das ist cool. Ah, ja, 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 ja. Jin Xuan, Hang Xuan, Liu Du. Diese Kollegen. Ah, ja, das ist ja geil. Von wegen versus Cao Cao. Cao Cao hat ja jetzt nicht so viel mit zu tun. Ah, wie geil. Das ist eine richtig schöne Schlacht, Leute. Da freue ich mich drauf. Die Karte ist so motherfucking gigantisch. Pangtor nehme ich hierfür nicht. Mal schauen, wen wir nehmen. Da hat man Wei Yan ja quasi erst bekommen. Ich erinnere mich. Ja, es wird Zeit. Es wird Zeit, Leute. Mal schauen. Der beste Charakter des Spiels. Es wird Zeit. Die werden wir jetzt richtig penetrieren. Boah, sieht das scheiße aus. Dieses Outfit. Boah, wir will jetzt so mal schauspielen. Die W3 Machau, still my favorite. Können wir den trotzdem sehen. So, jetzt. Jetzt interessant, Leute. Letzter Hengst. Gehörnter Helm ist drauf, Kavalierrüstung ist drauf. Beides Level 20. Na, na. Die wussten einfach, was Machau haben möchte. Und Tiger-Amulett noch und Elixier. Oh mein Gott, diese Waffe wurde vor einem Gott geschmiedet. Vor einem Gott geschmiedet. Vor Hephaistos selbst, den Schmiedegott, wurde diese Waffe geschmiedet. Passender geht's nicht für Machau. Holy shit, das ist die ultimative Waffe. Schattensattel ist ein Muss für Machau. Sonst kannst du ihn nicht so gut spielen. Kugel, ja, warum nicht? Tiger-Amulett. Moment, wie viel war Tiger-Amulett drauf? 12 nur, ja, dann. Können wir das Tiger-Amulett noch hier mitnehmen, damit wir maximale Rüstung hier haben. Elixier war 15, das brauchen wir nicht. Meiner Meinung nach brauchen wir das nicht. Da habe ich lieber mehr Reichweite. Dann machen wir Rüstung jetzt einfach noch tankiger. Kann man machen. Ja, das ist beides schon drauf. Wir können das noch nehmen, denn Moment, das hier. Würde das bloß so umreiten, auch schon mehr Schaden, aber das ist eigentlich Quatsch. Ganz ehrlich, ist eigentlich Quatsch. Ganz ehrlich, wir lassen das glaube ich so, oder? Schon. Schon, schon. Ja, wobei, Pfauenurne können wir noch mitnehmen, ne? Ist eigentlich geiler. Ich verstehe, warum man die nicht mitnimmt, weil dann hat man schnell den wahren Musu, wenn man im roten Energiebereich ist. Aber ich habe gerne ein bisschen mehr Leben. Sieht einfach stylisch aus. Oh, wir haben noch die Armbrust mit. Ne, das geht gar nicht. Wir brauchen jetzt Speer. Speerleibwächter. Das ist am besten zum Anschau. Jetzt seht ihr gleich den besten Charakter des Spiels. Zhuge Liang darf nicht sterben und wir gewinnen, wenn wir Shang Sha
Guiyang, Wuling und Lingling besetzt haben. Es sind 4 Festungen in der Jing Province. Jeder, der mal Ruins of Three Kingdoms gespielt hat, das Strategiespiel, der weiß, dass die alle sehr nah beieinander sind und es 4 Festungen sind in der Jing Province. Genau, hier haben wir die Herrscher. Genau, Zhao Fan war noch der 4. Hang Xuan, Liu Du, Jing Xuan und Zhao Fan, das sind die 4 Herrscher. Ach, die werden aber von Wei supported, mit Zhao Dun und Zhang He. Ach du Scheiße. Der Baolong, der stärkste Krieger von Zhao Fan. Ja, Jing Xuan, der Mogongxi, der hat halt gar nichts. Liu Xian, Liu Du. Also das sind eigentlich Lappen, können nichts. Ah, das wird jetzt richtig geil mit Machao, Mann. Oh mein Gott, die haben gar keine Chance, Mann. Das wird so easy. Und es pisst. Gott muss mal wieder seinen Schniedel leer machen. Kann ich verstehen. Was blitzt und donnert sogar. Dann geht Zhao Yong zu Guiyang. Zheng Fei zu Wuling. Das wird so geil jetzt. Oh, hi, Xing Daorong, was geht? Xing Daorong, Mann, was geht? Alles aus. Mit unseren Truppen schaffen wir das. Gut. Das ist halt mal schauen, ich spiel's halt nur auf dem Pferd, Leute. Man spielt den nur auf dem Pferd. Da ist er halt am besten, ne? Sie ist ja schon eine Waffe. Na, ich zeige euch mal auch Machau ohne Pferd. Aber normalerweise spielt man den nicht so. Spielt's nur auf dem Pferd. Der Tortypi. Schon tot. Das war's. Motherfucking ridiculous. Hi, Liu Du! Oh, hat sogar eine Aura, aber wir besiegen erstmal seinen Unteroffizier hier. Liu Xun. Ach, Liu Xun, du armes kleines Ding. Was muss jetzt gegen Machao antreten? Machao auf dem Pferd. Schön. Schön, schön, schön. Zeige ich mal einmal Machao ohne Pferd. Ah, Machao ohne Pferd. Die Gerechtigkeit wird siegen. Man kann den schon ohne Pferd spielen, aber da glänzt er nicht. Guck mal, Liu Du nimmt auch kaum Damage. Pferd hätte man schon lange down. Weil immerhin ist die Schockwelle geil, ne? Die am Ende mal kommt. Uah. Yeah, Breakdance. Sieht zumindest so aus. Boah, wie wenig Damage. Mann. Naja, eine Aura, aber come on. Das Schicksal kann grausam sein. Ja, vor allen Dingen, wenn man mal schaut auf dem Pferd begegnet. Hand aufs Herz. Gute Reise ins Jenseits wünsche ich nicht. So, back to horse, würde ich sagen. Einmal den Musu gleich noch zeigen, ohne Pferd. Und dann bleibe ich die ganze Zeit auf dem Pferd. Ich gehe erstmal den Genoren. Ja, hier das kurz ein. Öffnet die Tore. Danke. Ist heute Tag der offenen Tür oder warum lässt du mich rein? Oh, da hat aber einer eine große Klappe. Komm, ich muss jetzt mal schauspielen. Wo ist er? Und BAM! Ach, das ist schon was cool, wenn ich sie. Die Gerechtigkeit wird siegen. Abwehr durchbrochen und das war's. Oh, die haben auch alle keine Angst vor Liu Bei. Und das, obwohl die nur so eine beschissene Armee alle haben. Das ist ja lächerlich. Aolong, der stärkste Krieger von Zhao Fans Leuten. Ja gut, ne? Jetzt wird's aber Zeit. Wo ist mein Shadow Horse? Ah, jetzt bleib ich hier drauf. Und ich kann mich nicht runterschmeißen, weil es ein Schattenpferd ist, ihr Pfeifen. Wir können nicht zurückfallen. Ich ergebe mich, Liu Bei. Oh, er gibt sich? Yo, let's go, Zhao Fan, let's go. Sich einfach ergeben. Dann lassen wir ihn am Leben. Wenn er so ein Ehrenmann ist, all seine mächtigsten Krieger besiegt, sieht das natürlich ein, er hat keine Chance.
aber die haben eine große Klappe gehabt da unten. Zeit, dass wir da jetzt ein bisschen aufräumen. Gut, wir haben schon die Hälfte eingenommen. Aber gut, der letzte Herrscher wird noch ein bisschen vom Way supported, ne? Wie ihr wahrscheinlich schon anhand der Karte gesehen habt. Ja, das gibt Gehaltsabzüge, Guan Yu, mit einer Verspätung. Ja, froh. Der frühe Vogel fängt den Wurm, sag ich ja immer. Ich bin ja immer so überpünktlich da. Oh mein Gott, was? Ach du Scheiße, es sind doch so viele Waytruppen hier bestaut. Guck, wir haben nur noch die Swans. Jinx Swan, Hank Swan. Jesus. Das ist aber echt scheiße jetzt. Fand die Verstärkung reicht das Hauptlager an. Alle anderen Einheiten kommen mit mir. Und lenke die feindliche Verstärkung ab. Ja, Julian, wir brauchen jetzt wieder einen Plan. Jetzt mal ohne Witz. Doch Mist, so. Zauren sogar am Start. Na gut, Zauren ist nur gefährlich, wenn man am Boden kämpft. Wir bleiben hier auf dem Pferd. Ja, haha, Matschau ist so geil. Dieses Mal ziehe ich mich zurück. Und es passt auch so gut, dass er so stark am Pferd ist. Da ist ja der Held von Xilian. Xilian, das Reitervölkchen in der Wüste. Im Nordwesten Chinas. Waren alle so ausgebildete Reiter, mal schau halt, der krasseste von denen. Ist doch klar, dass er hier so abgeht. Guck mal, hier ist schon Jon. Zwei, drei Kombos und er ist weg. Mit dem Bogen hättest du keine Chance. Nö, und du mit dem Pferd nicht. Jeder hat so seine Stärken und das ist das Schöne am Leben. Dass jeder ein Individuum ist mit individuellen Stärken. Ja, ich glaube, das hat Shao Yuan nicht erkannt. Läuft, ne? Macht richtig Fun mit Matschau. Ich glaube, in Dice Wars 3 auch mal gemacht, ne? Und Matschau auf dem Pferd gespielt, aber da war es nicht ansatzweise so stark wie hier. Läuft bei uns. Angriff abgewehrt. Oh, was bist du denn hier für ein einsamer Streiter? Jinx Swan Feldwebel. Er webelt das Feld richtig auf, ey. Jing Fei, kommst du klar? Sieht nicht so aus. Ja, der beste Reiter ist schon da. Oh, Duell! Duell! Ein bisschen Yu-Gi-Oh! Hier gemacht. Bin ich jetzt auf dem Pferd? Niemals. Er hat Aura. Gerechtigkeit wird siegen. Warum hat er sich connected? Ja, soll mir recht sein. Ist okay. Ich schieße den jetzt. Let's go! Nein, direkt. Es kann noch nicht vorbei sein. Und es gibt ja auch den Ritterkodex. Dann gehen die Duelle so lange, bis einer halt gestorben ist. Also ist ja immer mit Zeitlimit. Das ist ganz nice, wenn man wirklich viele Duelle in einem Schlachtfeld hat und man die Gegner so ausschalten möchte. Wie findet ihr eigentlich die Duelle? Ich finde es super gut. Ich verstehe nicht, warum es die im späten Dice Wars Teil nicht mehr gegeben hat. Oh, Punctu hat überlebt. Weil wir ihn ja gespielt hatten und mit ihm gegen Zhang Ren im Duell gewonnen haben. Oh, wie geil. Guck mal, wie mächtig der Schuhreich geworden ist, ey. Krass. Schon einige Truppen jetzt hier. Kann man mit arbeiten. Wo ist das Schattenpferd? Es ist ganz wichtig, dass wir das Schattenpferd nehmen, weil sonst fliegen wir direkt vom Pferd runter. Funktioniert das nicht so gut. Wähle euch auch immer die Abwehrtaste gedrückt zu halten. Man dadurch präziser aimen kann für die Gegner und wenn man nicht schlägt, direkt abwehrt. Ach, so geil, ey. Ah, das ist schön bei Dynasty Warriors, ne? Jeder Charakter hat so seine speziellen Fähigkeiten und so kann man das Spiel komplett anders erleben, weil man die ganze Zeit auf dem Pferd ist. Dann machen wir mal den Angriff. Das Tanti-Gegner ist auch gar nicht mal so schlecht eigentlich. Guter Combo-Finisher. Nur ein bisschen viel Lag.
Hohes Gras! Oh, wildes Radfratz! Scheiße! Machau wurde besiegt! Verdammt! Niemals! Könnte es jetzt sogar mit Rayquazor Arceus persönlich aufnehmen, ne? Machau auf dem Pferd ist. Und nichts aufhalten, Mann. Komm her, du Pfeife! Okay, blocken können sie natürlich. Zugang abgeriegelt. Jetzt Zeit, dass wir die Armee quasi joinen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, da ist der Offizier, da ist der Offizier. Vor allem, wer ist da oben? Ich hab das Tor nicht eingenommen. Was ein Versager. Ciao, Jun, bist ein Versager, bist du. Shodun, Zhanghe und da ist der Boss, Hank Xuan. Man hätte auch Hank Xuan direkt besiegen können, ne? Weil die Bedingung ist ja, alle Sachen einnehmen. Stell mal vor, man macht Ling Ling zum Schluss. Könnte ich mir nicht vorstellen. Ling Ling. Einmal Ling hätte auch gereicht. Yan Yan und Ling Ling, ey. Die haben Namen, diese Festung. Hier muss ja irgendwo ein Tor sein. Ist es hier? Hier ist es. Wer ist das? Hier ist es. Hier kommen echt nervig viele Gegner aus. So, ja, die Burg von Hank Xuan ist ein bisschen besser verteidigt. Und Hank Xuan ist auch der gefährlichste, weil er hat Wei Yan, Huang Zhong und auch sogar Ganin gehabt. Also, nee, Ganin nicht. Ganin war bei Liu Biao mal. Und Wei Yan und Huang Zhong auch. Da war Ganin dabei. Hier nicht. Aber Wei Yan und Huang Zhong waren trotzdem an seiner Seite. Aber lustig, ne? Dass Ganin mal an der Seite von Huang Zhong und Wei Yan war. Halt bei Liu Biao. Der ist ja jetzt schon bei Wu. Kann man die Tür mal auch schnell einreißen? Das geht echt nicht so gut, Mann. Ist natürlich ärgerlich. Die Gerechtigkeit wird siegen. Ist das hier so ein Nachschubslager? Ja, ich glaube schon. Hier sind Nachschübe. Das sind komische Container. Oh, so viele Bogenschützentürme. Yikes. Kann ich mal ihn am Mann bewusst im Halt, ne? Ja, passt schon. Mehr Leben ist auch gut. Wir nehmen gar keine Chance. Bleib einfach in Bewegung. Treff mich doch nie. The gates are open. Aber die Burg ist mehrmals gesichert. Also es ist nicht nur eine Mauer, es sind zwei Mauern. Das ist ziemlich gut, ich weiß. So, und du bist jetzt echt extra Musu, aber ich finde dich aufgespart. Und viel Schaden der macht. An der besten Musu im Game. Der Pferde-Musu von Machau. Und fast komplett gekillt. Richtig krass. Nicht noch einmal. Nee, stimmt. Nee, ich glaube, sie ist mit einer Kombo. Nicht mit zwei. Passiert nicht noch einmal. Du hast recht. Wir sind drei Tore. Oh mein Gott. Gut, dass wir nicht vom Pferd fliegen können. Das ist nervig. Was zum Fick? Aha, ja, Jungi. Komm her. Zeig mir, was du drauf hast. Überheblichkeit. Ja, ja. So, jetzt zeige ich es euch, wie man es ideal macht. Kombo, Kombo, Kombo. Und jetzt musst du hinterher setzen. Tot. Deswegen, es wird, nächstes Mal wird es nicht nochmal passieren. Schau, du hast recht. Auch die Flucht birgt eine gewisse Schönheit. Let's go, Mann. Let's go. Alright. Hauptmann am Tor. Gehe ich jetzt vom Pferd? Ah, müsst zugeben, das war schon stylisch, wie ich die gekillt habe. Etwas anderes hätte ich von dir nicht erwartet. Also ja, mit Machau zu sterben in Dice Warriors 4 ist es eine Kunst.
Wenn man Chao verliert, darf keiner Ausreden haben, ey. Guck mal, die haben ja wirklich gar keine Chance. Hätte sogar easy auf Expert spielen können. Mit verbundenen Augen und mit einer Hand und ich hätte trotzdem gewonnen. Ist doch wahr, Mann. Und in DICE OS 5 funktioniert es auch noch sehr gut, mal schauen. No joke. Auch sehr empfehlenswert, tatsächlich. Da werden sogar Kavallerie-Rüstung und gehörnter Helm zu einem Item kombiniert. Angriff und Abwehr zu Pferd steigt. Das ist richtig geil. Brauchst du nicht mehr zwei Items dafür. Ich meine, die brauche ich jetzt hier auch nicht, weil die beide auf der Waffe drauf sind. Aber normalerweise ist das ja so. So, da haben wir ihn auch schon, ne? Hey, wo sind der Huang Zhong und Wei Yan? Normalerweise dienen die. Dienen die ihm. Das ist kein Scherz, Leute. Och, der Arme, ey. Der wird nicht so schnell aufgeben. Ah, Aurat. Zählt er. Ein bisschen mehr und. Wie sieht mehr hält er aus? Guck. Aber trotzdem. Beste Kombo, direkt Hälfte weg. Oh, jetzt ist ja auch noch in der Ecke. Ah, der Arme. Kann gar nichts mehr machen. Feindlicher Offizier besiegt. Nein, es kann auch nicht vorbei sein. Hand aufs Herz. Das ist Ma Chao in DICE OS 4. Beste Charakter des Spiels. Einfach für das Pferdkämpfen designt wurde. Mann, los um Level 11. Okay. Langsam steigt auch der Schwierigkeitsgrad. Auch wenn man es jetzt nicht gemerkt hat mit Machau. Sieh mal an den Item Drops, dass wir schon bessere Sachen bekommen. Gut, die Schlacht von Chengdu gibt's beim nächsten Mal, Leute. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Daumen hoch für Machau. Daumen hoch für den Horseway, wie ich es ganz gerne nenne. Und ja, dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.